Hey ho, allen einen gesegneten Sonntag. Ich bin heute im Café König, denn ich habe das Buch von der Frau Bock ausgelesen und hier gibt es eine ganz wunderbare Couch, leckeren Kuchen und Torten. Hier kann man sich also auch hinsetzen, wenn man ein Buch lesen möchte zum Beispiel. Und draußen auf der Terrasse bei gutem Wetter ist man auch immer sehr gut unterwegs. Ich empfehle also dieses Café. Und hier möchte ich jetzt einmal ganz kurz ein bisschen meine Eindrücke von dem regionalen Krimi mitteilen. Dafür gibt es hier diese Couch, die man ganz am Anfang im Hintergrund gesehen hat. Da kann man sich super hinfläzen, auch zu mehreren, um hier ein wenig zu gucken und zu schauen. Ich wünsche ganz viel Spaß. Bevor es aber richtig losgeht, bitte nicht vergessen, den Channel zu abonnieren und teilt das Video doch bitte mit euren Freunden in sozialen Netzwerken. Natürlich versüße ich mir auch den Sonntagmorgen mit einem leckeren Stück Torte und einem Kännchen Kaffee. Das Café König in Herzberg ist auf jeden Fall ein perfektes Ziel für einen Gaumenschmaus. Hey ho Leute, um dieses Buch geht es von Gabriela Bock, Liebchen Main, ein Regionalkrimi für Herzberg am Harz. Weiterführende Informationen findet man später in der Beschreibung zu diesem Video. Da kann man also immer mal einfach locker auch mal nachlesen, was ich da eventuell an Informationen noch ergänze. Der Kaffee hier ist sehr, sehr köstlich. Nicht vergessen, im Herzberg am Harz, auf dem Marktplatz kann man sehr schön verweilen. Das Buch hat, glaube ich, ungefähr 230 Seiten, ist von verschiedenen Protagonisten, die bestimmen halt so ein bisschen die Handlung. Ich war ein bisschen überrascht, weil die Eleonore Dix, die da privat ermittelt, die tritt nicht immer völlig in den Vordergrund. Man erlebt also sehr viel auch von dem Privatleben der ermittelnden Kommissare. Ich glaube, der heißt Marian und seine Kollegin heißt Dörte. Die sind da sehr unterwegs und da erlebt man halt auch so ein bisschen was von deren Privatsphäre. Das ist also, glaube ich, bei Frau Bock so, dass die Krimis noch im Aufbau sind. Die Charaktere werden entwickelt. Da wird also möglicherweise auch pro Buch immer ein bisschen Tiefe mit reingebracht, damit man sie später wieder bei wiederkehrenden Lesern, die also die ganze Reihe verfolgen, eine größere Teilnahme hat, sodass die Charaktere eine richtige Persönlichkeit entwickeln. Ich fand, dass das Buch sehr stark angefangen hat. Also da war ich wirklich sehr positiv überrascht. Die Charaktere, die fiktiven Charaktere aus Herzberg am Harz sind sehr schön gezeichnet und da macht es also wirklich Spaß, in das Buch einzusteigen. Ich betrachte es als einen Reiseregionalkrimi noch, weil Frau Bock sicherlich ein größeres Potenzial hat, darüber hinaus zu gehen, also auch eine Fangemeinde zu entwickeln, die über den Ort hinausgeht. Aber man erkennt bei dem Buch auch, dass das noch am Anfang ist. Also da habe ich auch andere Regionalkrimis aus anderen Bereichen Deutschlands gelesen, bei Autoren, die vielleicht auch von dem Stil her schon ein ganz klein bisschen weiter sind und Charaktere richtig durchentwickelt haben. Das ist hier noch im Aufbau. Das muss man also auch so ein bisschen verzeihen, wenn man das Buch liest, weil ich fand, am Ende war es für mich ein bisschen schwieriger, weil ich bin ähnlich wie die ermittelnden Charaktere überrascht worden, so ein bisschen von dem Plot, wie sich das dann im Endeffekt entwickelt hat. Es gibt viele Leute, die lesen Krimis und ermitteln im Kopf mit, lassen sich von dem Autor schmeicheln, indem sie quasi vor den Kommissaren und Detektiven auf die Idee kommen, wer was, wo, wie, warum getan hat. Und das kam mir hierbei jetzt ein ganz klein bisschen zu kurz. Das kann allerdings natürlich auch an mir liegen. Ich würde also empfehlen, dass das jeder am besten für sich selbst ausprobiert und da sich eine eigene Meinung bildet. Das kann man mir auch gerne in die Kommentare unter das Video schreiben. Ich denke, dass da noch ein
noch Luft nach oben ist bei dem Buch. Das ist also bei der Buchreihe insgesamt, dass man da also noch eine ganze Menge entwickeln kann und dass wir das erleben können, wenn wir jetzt einsteigen. Gegen Ende erlebt man so ein bisschen, da entwickelt sich das Ganze so ein bisschen zu Chaos, wenn dann halt so immer mehr Details halt rauskommen. Das Ganze ist dann also zum Teil fast ein bisschen irre, möchte man vielleicht auch sagen. Aber relativ spannend. Was mir gut gefallen hat, ist, dass man die Region kennenlernt, dass man Vorschläge erhält, was man hier machen und erleben kann. Also das wird sehr gut vorgestellt, also auch geschickt eingebaut durch familiäre Verhältnisse und die halt auch Unternehmungen planen. Da erfährt man also ein ganz klein bisschen über das Potenzial und die Möglichkeiten der Südharz-Region. Und deswegen eignet sich dieses Buch auch insbesondere für Urlauber oder Menschen, die in den Harz kommen wollen, dass man da einsteigt und sich mit einer Krimi-Geschichte so ein bisschen die Gegend vielleicht zeigen kann. Das Ganze steigert sich natürlich hinterher ein bisschen für Ortskundige und für Leute, die aufgrund dieses Buches oder nach der Lektüre Herzberg am Harz und die Region besuchen, weil man dann natürlich auch die kleineren Schauplätze besuchen kann, um anhand solcher Bücher ein bisschen Sightseeing zu machen. Ich denke, wie gesagt, es ist noch einige Luft nach oben, aber es befinden sich doch relativ viele Dinge schlicht in der Entwicklung, also vom Stil her und von der Geschichte her und von den Charakteren, dass man da also immer mehr erfährt. Einsteigen in diese Geschichte und in diese Buchreihe empfehle ich auch eindeutig, aber man darf zunächst auch nicht zu viel erwarten. Am besten ist es, jeder macht sich ein eigenes Bild und dann schaut man einfach mal, zu welchen Punkten man so insgesamt kommt. Ich freue mich immer, wenn Leute, die das Buch gelesen haben, einen Kommentar unter dem Video auf YouTube hinterlassen. Darf auch gerne etwas länger sein, weil mich da natürlich auch Ansichten zu bestimmten Charakteren, Orten, Regionen, Begebenheiten, wie schlüssig das Ganze ist, das würde mich halt da auch sehr interessieren. Ich wünsche ganz viel Spaß. Ich gönne mir hier jetzt eine ganz leckere Torte und ein Kännchen Kaffee. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Kommt nach Herzberg, besucht das Café König. Hier ist es äußerst gemütlich und wie man wahrscheinlich auch hören kann, sehr gut besucht. So, bevor ich hier in meinen Sonntagsschmaus einsteige, zeige ich natürlich nochmal die kulinarischen Köstlichkeiten, die einen hier erwarten. Das ist gleichzeitig mein Endbild. Bitte nicht vergessen, den Channel zu abonnieren und teilt das Video sehr gerne in euren sozialen Netzwerken. Das wäre super cool.